Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Unity mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Da unten ist er, wo wir hinwollen. Warum kann ich mich hier nicht... Was ist denn das? Verdammte zum Tode, wer das Sakrileg beging, sich vor dem Bild des Herrschers zu entblößen. Aufgabe abgeschlossen. Latouche verfolgen. Hier sind ja noch mehr. Oder heroische Taten handeln konnte. Wer hätte da noch zu glauben gewagt, er würde mit einer milderen Strafe als dem Tod davonkommen. Machte er sich doch derselben Straftat schuldig. Ah, aber Scheiße! Ich hab mich verdrückt. Ich muss mich um meine Geschäfte kümmern. Nur etwas länger. Der Großmeister will die Reihen der Politiker lächeln, bevor wir beginnen. Und dann erfahren wir auch den Grund für unsere letzte. Das wird sich alles klären. Ach, ich sehe was. Ich habe hier eine Chance. Und wir dürfen auch Lafreniere nicht außer Acht lassen, der uns alle ich hätte hinterhergehen müssen. Hast du noch nicht gehört? Was gehört? Lafreniere ist tot. Seit Stunden, ja. Was erschienen? Ich wäre... Die Todesstrafe ist notwendig. So ist das mit den Assassinen. Zeigt ihnen eine Tempelverschwörung und sie fragen nicht lange, sondern schlagen sofort zu. Sie sind schön berechenbar. Kommt, wir holen den Kapitän und beginnen. Ich kann das schaffen, ich kann das schaffen. Da unten ist er. Ich bin ganz aufgeregt. Da schmeiße ich wieder so eine olle Rauchbombe. Ich drücke dann, ich weiß gar nicht, in irgendeinem Teil war das jedenfalls so. Oh, ich dachte schon. Guck woanders hin. Ach, meine Bombe. Schön. Ach, die werden dann auch beraubt? Das ist cool. Da steht er hier da vorne. Dieser gerissene Bastard. Beim nächsten Mal. Das war knapp. Da war ein Insekt. Dem war schlecht. Geh weg. Geh dahin, wo du hin willst. Ich soll dich verfolgen. Los, Kerl. Na, endlich. Gehst du hier die Treppe hoch? Das ist cool. Da oben steht aber einer. Das ist nicht cool. Seid ihr fertig? So gut wie. Das Problem ist, ich kann das den ganzen Tag machen. Aber du hast vielleicht noch eine Stunde, höchstens zwei. Eine halbe mit den scharfen Werkzeugen. Also, warum lassen wir nicht die Spielchen und kommen zum Punkt? Sag mir, wo es ist, und du hast es hinter dir. Wie war das? Ihr seid sehr klug. Rui, mach dir sauber, schnell. Komme sofort. Der kommt wieder runter. Wir haben das Wiesel gehört. Ich warte mal noch. Kommen die jetzt hier runter? Warft ihr ihn wirklich aus dem Fenster? Abfall gehört in die Gosse. Fahrlässig. Jemand hätte es sehen können. Ja. Meine Jungs überwachen hier alles. Jeder gute Samariter wird's bereuen. Das hoffe ich. Der Großmeister wird nicht erfreut sein, wenn der ganze Plan wegen eines toten Tagelöhners auffliegt. Der Großmeister? Ich habe Bedenken wegen ihm da. Der kann mich da nicht sehen. Aber er hier. Latouche verfolgen. Aufgabe abgeschlossen. Einen Ort finden, um das Treffen zu belauschen. Hä?
Da unten? Nee. Ich muss runter. Hier unten scheinen die zu sein. Ist das so? Ich weiß nicht, was für ein Ort ich da finden soll. Da will ich nicht hin. Ah. Geht nicht. Geh mal runter. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ihr hattet recht. König Ludwig hat mit allen möglichen Leuten gesprochen. Die Revolution. Im Leben verspricht er bei ihrer Umsetzung zu helfen. Große Taten erfordern Geduld. Ah. Wenn Paris noch etwas länger leiden muss, um die Welt umzugestalten, dann muss es so sein. Warum beseitigen wir ihn nicht einfach? Einer meiner Männer, ein Messer, eine dunkle Gasse. Ein Kinderspiel. Wir brauchen einen Sündenbock, Kapitän, keinen Märtyrer. Übt euch in Geduld. Bei allem Respekt, Großmeister. Geduld ist schön und gut. Doch je länger wir warten, desto größer die Gefahr der Entdeckung. Die Assassinen fanden Sivert und den Roi de Thun bereits. Sivert und der Roi haben ihren Zweck bereits erfüllt. Ihr Ableben ist zwar unerfreulich, aber kein Hindernis. Und die Assassinen haben ihren Nutzen unter guter Führung schon bewiesen. Was ist mit de la Serres Brut? Wenn sie die alte Garde um sich scharen kann, wird sie zu einer Gefahr. Darüber macht euch mal keine Sorgen. Wieso nicht? Mademoiselle de la Serre macht sich bald auf den Weg zum Hotel Voisin. Zu einem Treffen mit Monsieur Lafrenière. Leider kann Monsieur Lafrenière ihr nichts mehr sagen. Elise. Raffiniert, Großmeister. Doch ihr hattet auch schon Reibereien mit den Assassinen. Bei allem Respekt. Euer Glück kann nicht ewig werden. Ein Moment. Scheiße. Abi! Dafür wirst du bezahlen! Ich verdreifache. Nun kann ich endlich. Ich will plündern. Komm schon, wir sperren hier unten zu und gehen was trinken. Ich krieg kein Berserker-Pfeil. So, wir müssen hier wieder raus. Das war wieder unvorsichtig. Das war sogar sehr unvorsichtig. Der Spion ist noch hier! Hier treibt sich ein Spion herum! Ausgänge sichern! Der Spion wird versuchen zu fliehen! Sie sind oben? Den Spion der Royalisten. Wieso? Wie kommt ihr darauf? Ich muss hoch wahrscheinlich. Findet den Spion! Ne? So viel Zeit muss sein. Sollen wir mal gucken? Ausgänge sichern. Der Spion wird versuchen zu fliehen. Die sind über mir. Ja, die sind über mir. Der Spion ist noch hier. Muss ich noch höher? Hier sind keine offenen Fenster, ne? Die sind auf einmal alle zugefallen. Da sind auch Leute. Auch viele. Oh, oh. Hier treibt sich ein Spion im Kopf, wenn ich Dienst habe. Oh. Hey, wir haben einen Spion, Männer. Kommen die jetzt hier runter? Kein Spion entkommt, wenn ich Dienstag. Was? Kein Spion entkommt euch bis Dienstag? Den Spion. Der Spion ist noch hier!
Ausgänge sichern! Der Spion wird versuchen zu fliehen! Was war das? Was soll's? Die Fersen gelten sicherer. In die Menschenmenge! Geht jetzt wieder, jetzt geht wieder Schnellreise. Guckt euch das mal an. Ja, ich weiß nicht. Kann man die alleine spielen? Kann mir das mal einer die Koop-Mission? Aber die heißen doch Koop-Mission. Und die heißen... Das sind alles... Da gibt es aber immer schöne Sachen. Ja, jetzt gibt es hier erstmal einen Händler. So. Oh, was ist mit den Leuten los? Ich gehe hier bloß lang, ne? Wir erwischen dich schon, du Verräter. Ist ja nachts kaum auszuhalten hier. So, ich will jetzt Mordfall aufdecken. Hier war noch irgendwo einer. Da. Da ist auch noch so ein Ding. Ich reise zu meinem Café, da habe ich ja auch noch Aufgaben. So. Wir müssen ja noch Punkte kriegen. Die hebe ich jetzt erstmal auf. Schlösser knacken 2 oder so. Keine Ahnung. Oh. Hallo Computer. Sprichst du noch mit mir? Ja. Ja, die haben wenigstens gute Laune hier. So, jetzt habe ich den Staub von meinem Popschutz gefressen. Warum mache ich das? Guck mal, hier ist eine Koop-Mission. Wenn ich da jetzt rangehe, geh mal weg. Brett, geh weg. Guck mal, da gibt es 4 Punkte. Ich da jetzt abdrücke. Hä? Auf ein Wort, Bruder? Ja. Entschuldigung, aber mit fremden Leuten spielen ist nicht so mein Ding hier. Es war blöd. Geh weg. Guck nicht so. Mieze, was los? Warum springst du nicht da einfach da rauf? Und jetzt darüber. Hops. Und da ist der Mordfall. Hallo! Der springt in die Scheiße. Guck mal, der pisst hier. Auch ordentlich abschütteln. Der geköpfte Wärter. Ja. B interagieren. Das geht aber nicht. Dann musst du auch B drücken. Die Leiche eines nicht identifizierten Mannes, die sich in einem Säurebad auflöst. Der Kopf wurde sauber abgetrennt und in der Brust findet sich eine Stichwunde. Sie sieht ungewöhnlich aus. Nach dem Einstich hatte sie die Form eines X. Auf einen seiner Finger steckt ein kunstvoller Ring aus Gold. Die Adresse des Schmieds wurde im Innern eingraviert. Rue de Arbalet 84. Wollen wir mal gucken. Da haben wir das. Da, mit dem soll ich reden. Hast du was gesehen? Da mache ich einmal Urlaub, nur um dann eine kopflose Leiche in meiner Gerberei zu finden. Das Ding lag sicher ein paar Tage dort.
Seine Brustwunde kann nur von einer maßgefertigten Klinge stammen. Ich hörte Gerüchte, dass einige Banden gern solche Kennzeichen hinterlassen. Aha. Der hat Urlaub gemacht. Urlaub? Urlaub? Ich habe aber erst 2 von 4 gefunden. Ach, da sitzt er. Der sitzt da drin. Hm. Da oben ist noch was. Da, guck mal, da ist eine Klinge. Komme ich da hoch? Ah. Ein speziell angefertigtes Kurzschwert. Vermutlich die Tatwaffe. Das Heft hat die Form eines X, was die merkwürdige Stichwunde an der Leiche erklärt. Darauf finden sich die Gravur der Schmieds. Adresse Route Arbalet 74. Hm. Der Schmied war nicht müd. Aber ich finde was nicht. Es fehlt was. Hier ist nichts. Wegen des Fragezeichens, ne? Kommt man da irgendwie hoch? Ich habe hier schon mal überlegt. Gehört der noch dazu? Zum erweiterten Täterkreis? Vor ein paar Tagen hörte ich komische Geräusche von meinem Fenster, spät in der Nacht. Ich blickte hinaus und sah jemanden in die Gerberei gehen und etwas Großes dort hineintragen. Ich dachte, es wäre Bürger Gilbert, der wie so oft noch spät arbeitet. Ich wusste nicht, dass er Urlaub macht und jemand eingebrochen sein musste. Sonst hätte ich es gemeldet. Aha. Haben wir das auch gleich erledigt? Also hier an diesem Ort haben wir alle Hinweise. Jetzt ist da hinten noch einer. In 42 Meter. Geh mal hoch. Wer bist du? Ah, dieser Ring. Wie könnte ich mein Meisterwerk nicht erkennen? Er gehört natürlich dem Wärter Leroux. Bitte gebt ihn zurück. Er wird schon danach suchen. Ihr findet ihn auf Arbeit im Gefängnis La Salpêtrière oder bei seiner Frau Madame Camille. Ich schreibe euch die Adresse auf. Aha. Kann das sein, dass er mir irgendwas gestört hat? 2 von 6 Schauplätzen. Oh, ihr seid doof. Wenn die Klinge eine X-förmige Wunde schlägt, ist sie von mir. Ich fertige sie nach Maß für die Marcheur Mort. Es steht für das X markiert die Stelle oder so etwas. Ein vermummter Mann, so wie ihr, kaufte vor ein paar Tagen eine solche Klinge. Hört, ich bin nicht verantwortlich dafür, was nach dem Verkauf damit geschieht. Geht zur Taverne Le Creux. Dort verbringen die Marcheur Mort viel Zeit. Ich gebe euch die Adresse. Okay. Ein Wärter? Hm, hier müssen wir hin. Da ist ein Zettel. Ich will hier nach oben.
Nach oben. Oh Mann, nun mach doch mal Arno. Ach da, ich sehe die. Oh, jetzt auf diesen Gammelschornstein. Guck mal, das ist doch doof, ne? Ich hab's. So, wollen wir mal gucken. So guckt man aber nicht. So guckt man. Da ist nichts Gelbes. Hier die Frauen. Wie viele Frauen sind denn hier? Die soll ich alle befragen? Da sind auch noch andere. Ah, vielleicht kann man hier hochgehen. Geht mal durch. Ja, hier kann man lang gehen. Das ist schön. Das Haus des Wächters. 6 Hinweise. Ach, das ist nur in der Zeitung. Mein Gatte hatte viele Feinde. Das passiert, wenn man ein Gefängnis leitet. Ich muss zugeben, er wurde schon 2 Nächte vermisst, bevor ich zur Gendarmerie ging. Es ist kein Geheimnis, dass ich nicht toll war. Doch ich würde nie so etwas Furchtbares tun. Mhm. Ein Brief von Julian an Madame Camille. Meine Geliebte, ich bekenne, dass ich noch immer die Tage zähle, bis wir uns wiedersehen. Doch mit Monsignor Rollots unersättlichen Verfolgungswahn fürchte ich, dass dieser Tag wohl nie kommen wird. Jeder seiner Atemzüge bindet die Ketten fester, die unsere Liebe gefangen halten. Auf immer dein Julian Lemont. Wer bist du? Ich? Nun, ich bin hier, um Madame Camille zu trösten. Mehr nicht. Nur als Freund. Ja, ohne dass die Namen angezeigt werden. Aber der hat Husten. Hier ist noch was, was ich nicht gesehen habe hier. Brief von Wetterleroux an den leitenden sich geehrter Herr. Ich muss euch über meinen Wunsch informieren, Hugo Solier von seinem Posten als stellvertretenden Wärter zu entbinden. In den letzten Monaten legte er sowohl aufmüffiges Verhalten als auch unbesonnene Missachtung im Umgang mit den Gefangenen an den Tag. Unter seiner Leitung gab es innerhalb der letzten Woche 2 versuchte Ausbrüche. Um mehrere Auseinandersetzungen zwischen Gefangenen. Ich bitte euch um Rat mit freundlichem Gruß, Wärter Leroux. So, hier oben ist nichts. Hier unten auch nichts. Warum sind denn hier so viele Frauen? Zimmer. Hallo, Frau. Ich wusste, dass etwas faul ist. Bah, Finger! Nach Hause, doch einfach für 2 Tage zu verschwinden, unmöglich. Ich hörte, er habe sich mit dieser Bande Le Marcheur Mort angelegt. Doch ich hielt es nur für schändliches Gerede. Dann müssen wir noch zur anderen Frau. Nee, das hatte ich nicht gedacht. Hat was Besseres verdient. Er hatte Fehler, doch er war ein guter Mann, auch wenn es seinem Weib egal war. Das sind nur falsche Tränen. Die trieb sich immer mit einem anderen rum. Hm. So. Wo müssen wir denn jetzt noch hin? Wo war ich denn jetzt noch nicht? Hier waren wir. Hier haben wir alles gesammelt. Hier auch. Hier sowieso. Da war ich noch nicht, im Gefängnis, siehst du? Dann gehe ich jetzt erstmal hier hin und dann gehen wir dahin zurück. Huch. Ich markiere mir das mal. Aber es tut mir ja schrecklich leid. Also mir. Für euch oder für dich. Und ich meine es ehrlich, es tut mir wirklich ehrlich schrecklich leid, aber ich habe einen Clown gefrühstückt, glaube ich.
Ja, ich glaube, das Spiel ist für heute vorbei. Ich muss hier nochmal vorbei. Vorbei muss ich hier. Hier muss ich auch vorbei. Nein, ich muss hier lang. Ich muss hier lang und dann sind wir da oben. Und da stehen schon. Ich höre diesen Mann zu, wie er seine Balalaika spielt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.